einen guten Tag. Halt! Handelstreff ist derzeit kein sicherer Ort für Fremde. Wenn ihr keine Geschäfte zu sehen habt, rate ich euch dorthin zurückzukehren, wo ihr herkommt. Wartet mal, was ist hier vorgefallen? Warum wurden all diese Tiere abgeschlachtet? Ich habe etwas zu erledigen. Mir wurde von abgeschlachteten Tieren berichtet und ich wurde gebeten zu helfen. Ich reise, wohin ich will, und ich lasse mich weder von euch noch von sonst irgendjemand davon abhalten. Sehr gut, dann gehe ich jetzt. Ja, mir wurde von abgeschlachteten Tieren berichtet. Hilfe wäre zu diesem Zeitpunkt eine willkommene Erleichterung, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wie ihr uns unterstützen könntet. Wir kämpfen gegen einen Aufstand von Mutter Natur höchstpersönlich. Aber wenn ihr es ernst meint, geht weiter und betretet die Stadt. Sucht das Haus des hohen Händlers Fürst Logan Koprit. Er kann euch mehr erzählen als ich. Aber gebt acht, Fremde. Die Stadtbevölkerung steht Außenstehenden zurzeit misstrauisch gegenüber. Sie beschuldigen die Druiden für ihre Misere und betrachten Fremde als Spione und Diener der Druiden. Ihr selbst wird darüber zu diesem Zeitpunkt nicht urteilen, aber ich werde jede Hilfe annehmen, die wir bekommen können. Ich weiß, heiße euch in Handelstreff willkommen. Ja, hier sieht es schon mal übel aus. Und ich werde keine Leichen fledern. Der Hauptmann der Miliz von Handelstreff war äußerst erleichtert darüber, dass ich dabei helfen will, den Angriffen auf die Stadt ein Ende zu bereiten. Er hat mich gebeten, mit dem hohen Händler Logan Koprif zu sprechen. Er hat mich davor gewarnt, dass die verängstigten Stadtbewohner Fremden gegenüber sehr misstrauisch sind. Das trifft auf Druiden im doppelten Ausmaß zu. Ja, Druiden haben wir hier gerade keine. Ich bin einer der wenigen. Passt auf, was ihr tut. Diebstahl oder Betrug werden in dieser Stadt nicht toleriert und beides wird streng geahndet. Also das Haus des hohen Händlers. Tiereshaus, Anwesen, Tempel des Wauken, Haus des Bürgermeisters. Wahrscheinlich meint sie das. Ich war keine große Herausforderung. Und eigentlich sollten wir uns hier eher am Tag umgucken als in der Nacht. Es ist ja 2 Uhr nachts jetzt. Südwesttor, das Dao Jin Zelt. Da will ich mich auch mehr, wie ich dann morgen, also wenn Tagesanbruch ist, auch mal reingucken. Am besten, wir gehen jetzt erstmal bei Nacht die Stadt ab, solange Ruhe herrscht. Wallace. Hi, was machst du so spät noch hier draußen? Wir brauchen ein schluckstarkes Röhrenbier. Ich fürchte, dass ich euch leider keine Waren zeigen kann. Die verfluchten Genies haben alle Handelsunternehmen von Handelstreff übernommen. Vielleicht ein anderes Mal. Das ist auch nicht gerade praktisch. Da sind nur Bücher. Hier ist ein Ausgang. Da ist wahrscheinlich nur Fisch drin. Ein Feueropalring, einfach so. Ja, hier ran, nimm du den Stab mal. Wobei, gib den Stab an Eri weiter. Die hat ja hier die Stabsammlung. Konzentrationstrank, Intelligenz, Geschicklichkeit. Intelligenz auf 25. Das sollte ich benutzen, wenn ich Zauber lernen will. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Ein Schreckenswolf. Das war ein Schreckenswolf. Was ist mit dir? Also, das ist doch wirklich ein herrlicher Tag heute, oder? Wisst ihr, ich war selbst einmal so ein Waldläufer und ich weiß, warum sich all diese Tiere gegen uns wenden. Jawohl. Rhodey, du siehst mir aus wie ein Tierwächter. Und warum tun sie es, fragen wir mal. Oh, es sind die Götter. Sie haben sich gegen uns gewandt. Wir hier in Handelshilfe haben gesündigt. Wir sollen fern gerecht und so sein. Vauken selbst hat es befohlen. Oh. Aber jetzt ist Vauken nicht mehr und jeder denkt, er darf jetzt einfach ungestraft betrügen. Hier wohnen doch nur noch Schwindler, Diebe und Lügner, ja.
Und zu welcher Kategorie gehört ihr dann? Und was hat das damit zu tun, dass ihr ein Waldläufer seid? So übel kommt es mir hier aber nicht vor. Was hat es damit zu tun, dass ihr ein Waldläufer seid? Ah, ihr werdet zusammen mit dem Rest der verdammten Stadt weggeschwemmt werden. Wartet es nur ab. Ihr wisst ja gar nicht, wovon ihr sprecht. Hier ist es eigentlich gar nicht so übel, egal was ihr sagt. Wenn es nach mir geht, würde ihr gar nichts zu Ende gehen. Es endet für eure dumme Geschichte auch endlich zu Ende ist. Ich gehe dann mal. Nehmen wir das da. Ihr könnt doch nicht die Götter aufhandeln. Handelstreffen wird mit Stumpf und Stiel in den Abgrund hinabfahren und das war es dann. So, wir suchen natürlich auch eine Schenke. Also, Viatris Schenke werden wir nachher aufsuchen. Weil wir uns hier in der Dunkelheit mal umgesehen haben, wer bei Nacht so alles draußen ist. Man merkt, Handelstreff ist eine Handelsstadt, was der Name schon sagt. Die haben hier nämlich schöne Springbrunnen und alles. Und Handelsstädte waren ja in der Zeit auch ziemlich groß. Oh, hier ist eine einsame Frau. Mir gefällt überhaupt nicht, wie ihr aussieht. Ihr seid ein Idiot, hier rumzuwandern, als ob nichts passiert sei. Wir werden von Druiden belagert. Geht und fragt mal den Druiden, den Fürst Comfort eingesperrt hat, was hier mit Idioten passiert. Die einzige Idiotin hier bist du, weil du uns beleidigst. Obwohl wir dir nichts getan haben. Gucken wir uns mal den Friedhof an. Bei Nacht sind immer Friedhöfe ziemlich interessant. Oh, hier ist ja auch noch ein Ausgang, hä? Ist das eine Riesenspinne nur. Keine zweite Chance. Meine Natur nimmt das Leben, das sie gab. Wir können leider gerade nicht viel machen, außer die Tiere, die hier angreifen, erschlagen. Was ist mit dir? Und ein Schattenliebe hier? Schön, einen potenziellen Freund vom gleichen Schlage zu treffen. Ja, ihr seht einigermaßen an dem Baus. Wo all die Güter hier in Handelsriff von den Genies kontrolliert werden, habt ihr vielleicht Interesse an einige Güter von einer weniger legalen Quelle zu beziehen? Was meint ihr mit von den Genies kontrolliert? Naja, ihr habt noch nicht versucht, was von den Händlern hier zu kaufen. Ihr werdet feststellen, dass die kein sonderlich großes Angebot haben. Alle legalen Lieferanten sind von Genies bestochen worden, damit sie nur die beliefern. Bilan mit Gold, diese Genies wünschte, da könnte man rankommen. Ich dachte, in Handelstreff gäbe es nur faire Geschäfte. Das mag mal so gewesen sein, aber da war Vauken auch noch am Leben. Seitdem sie weg ist, geht es hier drunter und drüber. Ich verstehe, zeig mal, was ihr habt. Gut, ich bin immer auf der Suche nach annehmbaren Kunden. Pfeile, Kugeln plus 1 und normale Kugeln, Klugen plus 2. Kleiner Schild, normaler Schild. Schienenpanzer. Streitkolben. Ein paar Bögen, Schleudern. Du bist eigentlich nur ein Gemischtwarenhändler, okay. Fragt, was möchtet ihr? Was ist mit dir? Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Bei Gott und beim Glauben, hier werdet ihr wohl nicht lange bleiben. Habt ihr keine Ahnung, was es mit diesen Angriffen auf sich hat? Habt ihr noch nicht gesehen, wie diese Viecher sich auf uns stürzen? Ich bleib auf jeden Fall im Schatten, so viel ist sicher, aber das nützt einem auch nichts, wenn diese dreckigen Ratten sich auf die Jagd nach einem machen mit ihren leuchtenden Augen. Die Leute hier haben fürchterliche Angst und wenn ihr fremd hier seid, dann haben sie vor euch noch mehr Angst. Ihr macht euch besser auf den Weg. Ja, da ist der Friedhof, aber ich will wissen, was noch hier in der Ecke ist. Okay, hier kann ich einfach nur hinten rumgehen. Und komme hier hinten raus. Und könnte auch die Stadt durch das Tor hier verlassen, hä? Ja. So will ich auch aus Handelstreff rauskommen. Ich will aber gerade nicht aus Handelstreff raus.
Ich will wieder zum Eingang des Friedhofs. Ich könnte bei Nacht mal kurz in die Gruft reingucken. Da bei Tag alles abklappern. Wir fangen außen bei den Djinn-Zelten an, dann den Marktplatz und alles. Beziehungsweise erst die Schenke, dann die Djinns, also erst die Schenke. Von der Schenke gehen wir raus zu den Djinns, klappern hier alles ab, gehen in dem, über den Marktplatz. Gucken uns dann die Anwesen hier an und landen dann am Schluss wohl beim Bürgermeister. Ja, das ist eine gute Idee. Wobei, wir sollten eigentlich tagsüber zuerst zum Bürgermeister gehen. Okay, die Gruft ist verschlossen. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Gruft ist verschlossen, geht nicht auf. Gut, das heißt, der Friedhof ist friedlich gerade. Das heißt, erst zum Bürgermeister, dann gehen wir hier raus, gehen, klappern die Zelte ab, kommen wieder rein. Marktplatz. Da machen wir den Tempel des Vauken, gehen so einmal rum, kommen wieder zum Friedhof und ja. So, hier ist die Schenke. Dann erstmal will ich gucken, was es mit den Djinns auf sich hat. Vielleicht sind nämlich die Djinns schuld hier. Hallo, mein Freund. Was? Nein, nein, ein Upgrading vom Baal hier. Ganz ruhig, wer seid ihr überhaupt? Was? Woher wisst ihr, was ich bin? Sprecht, ich möchte euch nichts antun. Wenn ihr noch so einiger seid, werde ich euch aufschlitzen. Ganz ruhig, wer seid ihr überhaupt? Nein, nein, nicht nach all der Zeit. Ihr werdet nicht nicht schon wieder. Nein, Ei. Au. Ich warte, der arme Typ. Bleibt da stehen, wo ihr seid. Ich bin hergekommen, um der Musik von Aleoni zu lauschen, sonst nichts. Das ist der. Ist eine der wenigen Freunde, die mir noch geblieben sind, jetzt wo die Stadt praktisch belagert ist. Aha. Du bist Yatri. Hier hinten ist niemand. Kein Koch, der tratschen möchte. Noch ein Gast, der wahrscheinlich nicht viel zu sagen hat. Heutzutage kann man nicht mal 10 Schritte machen, ohne dass einen irgend so ein Penner anquasselt. Ihr seid fremd hier, werte Dame. Ich werde euch mal ganz schnell erzählen, dass wir Fremden hier nicht länger über den Weg trauen. Mhm. Ulma. Hallo, Süßer. Hm. Willst du meine Möpse sehen? Erinnere mich dran, dass ich das rausretuschieren muss. Ich arbeite wahrscheinlich für diese Druiden und seid gekommen, um alles umzubringen, oder? Nun ja, wenn Yatri bereit ist, euch zu bedienen, dann bin ich es wohl auch. Mussten sie das unbedingt wieder einbauen? Einen herrlichen Tag wünsche ich. Wie wär's, wenn ich euch ein Bierchen kaufe, Schätzchen, Hicks? Wobei, ach, lassen wir es drin. Ja. Ist es denn wichtig, Bauer? Ihr scheint eine ausreichend angenehme Person zu sein, aber bei diesen Angriffen auf die Stadt kann man sich nie sicher sein. Ich würde lieber nicht mit euch sprechen. Aha. Yatri, hallo. Ratten gab hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. Seid gegrüßt, Fremde. Wir haben hier nicht viele Reisende im ganzen Ärger hier. Ich biete euch gerne ein Zimmer an, aber am besten wäre, wenn ihr euch so weit wie möglich zurückhaltet. Ich will hier keinen Ärger. Was wisst ihr darüber, was hier vor sich geht? Ich nehme an, so viel wie ihr. Hier im Wirtshaus ist es ziemlich ruhig geworden, seit die Angriffe begonnen haben. Am Anfang waren es nur ein paar merkwürdige Geschehnisse. Der Angriff eines Bären, ein paar hungrige Wölfe und sowas. Seitdem gab es eine Menge von Kreaturen, die Mauern gestürmt haben und die Bürgerwehr wird kaum damit fertig. Die Leute können ihre Furcht kaum noch bändigen. Man hört, dass sich verhüllte Gestalten unter den Tieren befinden und jeder denkt, dass das bedeutet, dass die Druiden sich gegen uns gewandt haben. Ich weiß nicht warum, wir sind mit dem Hain immer gut ausgekommen.
Aber das kann man den Leuten nicht erklären. Zumindest nicht, wenn ihre Lieben in Gefahr sind. Während des letzten Angriffs sahen sie einen Druiden. Und sie hätten ihn gesteinigt, wäre er nicht vom Fürst Koprit festgenommen worden. Wenn man die Leute lässt, könnte er immer noch getötet werden. Ich weiß nicht, was Fürst Koprit mit ihm machen wird oder wie lange er diesen Angriff noch standhalten kann. Ich glaube, die Leute werden bald anfangen, die Stadt zu verlassen. Gibt es Vorräte zu kaufen? Wohl kaum, aber das ist hier bei allen hier in der Stadt so. Wenn Vakku noch am Leben wäre, würde sie traurig sein zu sehen, in welchem Zustand Handelstreff jetzt ist.